Joho, Animal Crossing-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Und ich habe experimentellerweise, weil ich ja jetzt 2 Tage quasi offscreen ein bisschen gefarmt habe, damit wir mehr Geld haben, mal die Hecke gekauft. Da war nämlich gerade eine Hecke als Zaun im Angebot und ich finde eigentlich so eine Hecke ganz cool. Nur passt die nicht mehr zu unserem Haus. Also ich bin mir, was die Außengestaltung von unserem Haus angeht, einfach auch überhaupt noch nicht sicher. Ich finde es so eigentlich mit der Hecke ist ganz schön und innen drin ist es ja doch auch sehr gemütlich und bunt, aber irgendwie bin ich mit allem anderen noch nicht so zufrieden. Ich habe übrigens einen Cappy gekauft für Kevin. Das kriegt der Kevin dann. Ich habe einen grauen Pullover geschenkt bekommen von einem unserer Dorfbewohner und ich habe vergessen, eine Lieferung für einen Dorfbewohner auszuführen. Da war dieser Pulli drin. Ich schätze, jetzt ist irgendjemand verdammt sauer auf mich. Wir müssen heute unbedingt mit allen reden. Achso, ja, und den Augenverband habe ich aus Versehen gekauft. Das wollte ich gar nicht. Naja, kann ja auch der Kevin haben, ne? Kriegt der Kevin. Kann ich mal die Kopfbedeckung wieder entfernen? Das ist für Kevin. Das ist für Kevin. Und ich habe die Schachkommode gekauft, richtig. Und ein Zedernbäumchen gab es bei Gerd. Das ist die letzten 2 Tage passiert. Ansonsten habe ich Käferfarmen gemacht. Ich habe Briefe natürlich bekommen von meinen Dorfbewohnern. Können wir uns jetzt mal angucken. Der von Leonardo ist alt, den müssten wir kennen. Anhani, seit ich dich kenne, muss ich gegen das Bedürfnis ankämpfen, eine bessere Person aus mir zu machen. Du inspirierst mich beinahe, aber nicht weiter sorgen, mach's gut. Leonardo. Und dann haben wir einen Brief von Quentin bekommen. Liebe Hani, was wünschst du dir, wenn du in den Nachthimmel blickst? Ich wünsche mir jemand Besonderen, der sich mit mir die Sterne ansieht. Wer das wohl sein mag? Ich habe bei Quentin die Vermutung, dass er einfach die Person schlechthin, hier so einfach nicht finden wird, die er liebt. Ich meine, erinnert ihr euch noch an Moment. Pack es uns hin. Erinnert ihr euch noch? Wisst ihr es noch? Wisst ihr es noch? Dörte und Quentin. Dirty Dancing. Dörte Quentin. Ich meinte. Ja. Ich bezweifle. Mir wirklich leid, Quentin. Ich bezweifle es. Dass du die hier je finden wirst. Weil wenn, dann verscheuche ich sie mit meinem Köcher wieder aus der Stadt. Und von Leonardo haben wir noch einen Brief bekommen. Hallo, Honey. Ich dachte, dass dir dieses Briefpapier gefallen müsste. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Naja, ein Brief von mir ist ja auch nicht zu verachten. Gruß, Leonardo. Oh, das ist ein schönes Briefpapier, Leonardo. Ich hätte das auch gerne. Also wir haben halt ohne Geschenke einfach Post bekommen von unseren Dorfbewohnern. Apropos Post, ich habe natürlich unsere Post weggebracht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dafür Antworten bekommen haben. Ja, 2 Stückchen sogar. Hallöchen, was seid ihr denn? Vom Postamt? Okay. Sehr geehrte Honey, mit ihrer Ersparnis von 500.000 Sternis sind sie eine unserer besten Kunden. Als kleines Dankeschön senden wir ihnen dieses Briefset. Postamt von Pilsdorf. Ein Briefset? Briefset. Schick. Und von Christa. Meine liebe Honey, diesen Teppich würde ich am liebsten behalten, so hübsch ist er. Leider habe ich keinen Platz mehr dafür. Aber ich bin mir sicher, dass du ihn zu schätzen weißt, deine Christa. Okay. Streifenboden, das klingt interessant. Gut, dann können wir gleich mal nach Hause gehen. Ich habe übrigens die Blumen hier mal ein bisschen vom Haus so entfernt, weil falls wir doch mal da durchrennen sollten oder so, passt ja überhaupt nicht hin farblich. Dass wir jetzt nicht irgendwie aus Versehen mal durch unsere Blumen da rennen. Oder ich weiß nicht, wenn sich unser Haus vergrößert, wenn wir mehr Zimmer dran kriegen, dass dann nicht die Blumen links und rechts weggemacht werden. Und dann haben wir lange pinke Blumen gezüchtet und das bringt doch nichts. Guck mal, Vogel! Vogel! Ich habe die Rockmusik hier dran geballert. Yeah. Rockmusik. Okay. Die Schachkommode würde ich eigentlich verkaufen. Briefset nicht unbedingt. Den Streifenboden, den kennen wir schon. Der ist nicht so hübsch. Gott, die haben so viele Böden. Das ist nicht mehr feierlich. Ich habe... Ach ja, richtig. Habe ich den nicht doch... Ich habe... Genau, es ist, müsste der Keramikfliesenboden sein. Ich habe einen interessanten Boden von La Chicha bekommen. Achicha, ich habe mal Boden gekommen. Ja, voll interessanter Boden. Ja, da von La Chicha. Warte gut. Das kann übrigens weg, dann hole ich mir die Schaufel her. Den Aktivpulli behalte ich mal. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich das Geschenk von einem Dorfbewohner behalten habe. Also die Lieferung sollte an jemand anderen gehen und ich habe es nicht gemacht. Ich bin eine grauenvolle Person. Ich bin eine ganz, ganz grauenvolle Person.
Was ist mit dem Safari-Hut eigentlich? Den kann ich doch auch nichts anfangen. Verkauf mal die da. Und die Blume auch. Und die Schachkommode verkaufen wir auch wieder. Und das behalten wir und das kriegt der Kevin. Haben wir noch Briefpapier, um dem Kevin Briefe zu schreiben? Natürlich haben wir noch Briefpapier für den Kevin. Kiltpapier, Brief schreiben. Kevin. Kevin, mein lieber Kevin. Guck mal. Punkt. Ja, fertig. Kevin, bekommst das hier. Noch einen Brief schreiben. Mein lieber Kevin, ich schon wieder fertig. Da, den Augenverband kriegt er auch noch. Wunderbar. Wollen das ja wieder einpacken. Die Musik ist cool. Passt zu den Kryonen besser, aber passt hier überhaupt nicht rein eigentlich. Was haben wir denn anderes? Ich mag die Jahrmarktsmusik. Ich mag die irgendwie, die ist so schön derpy. Passt nicht. Nö. Ja, okay, wenn man es ein bisschen übt, geht's. Oh ja, wir haben jetzt auch einen Keller, aber da ist noch nichts drin. Doch, ich habe einen Fernseher unten reingestellt. Aber ansonsten ist in dem Keller nichts drin. Ihr habt also nichts offscreen verpasst, außer dass ich vergessen habe, jemandem eine Gefälligkeit zu tun. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die angenommen habe. Normalerweise drücke ich immer alle Gefälligkeiten von Dorfbewohnern weg, wenn ich allein unterwegs bin. Damit ihr halt nichts verpasst, ne? Ist doch klar. Oh, hier ist auch schon wieder alles nachgewachsen. Da habe ich mich offscreen um alles gekümmert. Wer bist du denn hier? Ich bin wieder unser Bayer. Oh, guten Morgen, junge Dame. Oh, diese leichte Morgenbrise im Waldweg, die Lebensgeister. Gibt's was, was ich für dich tun kann? Ein Abzeichen, bitte. Jo, ah ja, ein Abzeichen willst du als, ja? Welches Abzeichen hättest du denn gern? Oho, ja. Sieht mir ganz aus, als hättest du Insektenkunde ein neues Steckenpferd gefunden, ne? Da merkt man an all den Einträgen zu Insekten in deinem Fangbuch. Ich hab genau das bloß ein Abzeichen für dich. Ja, da. Guck mal, ist das nicht schön? Da immer schön fleißig, dann verleucht dir ein neues Abzeichen. Yeah! Ich hab das Abzeichen Entomologie-Diplom erhalten! Anton! Nein, nicht dieses Abzeichen. Nein, du kriegst ein extra Abzeichen, Anton. Das ist okay. Ich mache mit dir EV-Training, dann kriegst du auch dein Abzeichen. Anton, immer sehr anstrengend. Mit Insekten kenne ich mich aus, ja, das stimmt. Gibt's noch ein Abzeichen? Lass sie an, ein neues Abzeichen für dich, du Glücksspiels. Pass aber gut drauf auf, ja? Ich hab sonst nichts mehr für dich. Hör auf, mir anzugucken. Geh weg. Ich schubst sie, ich sag's dir. Hey, Mini. Na, Günther, alles cool? Ja, mir geht's gut. Ich schwimme, ich will. Meine Blätter sind grün, mein Stamm ist braun. Das war sehr schön. Okay. Geldstein? Nein. Geldstein? Nein. Loch im Boden? Ja. Oh, das ist der Jan. Jan hat Flöhe, verdammt. Da kann ich ihm jetzt gar nicht die Flöhe wegnehmen, weil ich das nicht dabei habe. Oh, und das ist ein bunter Schmetterling, der ist doch voll schön. Hallo, Jan. Er flattert bei dir. Gesund siehst du aus heute. Bist fleißig am Trainieren, ha? Wobei kann ich dir helfen? Na, wie läuft's? Wie geht's stets? Honey, wir müssen endlich rausfinden, wer von uns beiden Versteck-Champion ist. Ha! Keine Angst, ich verspreche, mein Radar daheim zu lassen. Du hast trotzdem keine Chance. Denn ich habe tagelang Verstecken trainiert. Also, bist du dabei? Na doch. Yippie, ich wusste doch, dass du mitmachen würdest. Oh, Moment mal. Ich muss noch ein paar Mitspieler für uns suchen. Okay. Okay, wir verstecken uns jetzt. Okay, Annalena, Quentin, Jan. Wenn du drei Verstecker in 10 Minuten findest, hast du gewonnen, Honey. Am Gebäude darf man sich nicht verstecken. Du suchst also nur draußen nach uns. Okay, wir starten in 3, 2, 1 Risiko! Los, meinte ich natürlich.
Wen suchst du denn? Ich suche Annalena, Quentin und Jan. Ja, die habe ich nicht gesehen. Die sind hier weggelaufen. Ich weiß auch nicht, wohin. Verstecken sich auch immer gerne hinter Häusern. Da ist eine Fundsache. Eine Fundsache? Ich frage mich, ob die wohl jemand hier verloren hat. Das ist wie ein Turnbeutel. Da läuft auch Fatima. Vielleicht hat die ja jemanden gesehen. Aha! Wow, gut gemacht, Honey. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich findest. Gerade als Ersten, das ist peinlich. Noch hast du nicht gewonnen, Sucherin. Zwei von uns sind noch versteckt. Also versteckt würde ich das dann nicht nennen, Jan. Wirklich nicht. Jan, also da kenne ich... Nein, ihr sollt nicht wachsen. Nein. Nein. Hört auf damit. Nicht wachsen. Was Mist. Nein. Nein. Sekunde, da muss ich mich gerade mal drum kümmern, nicht das vergesse. Sonst haben wir nämlich ja überall Bambusen im Dorf. Wir haben viel zu viele Blumen. Man kann nie genügend Blumen haben. Doch, guck dir das Haus hier an. Das ist vollgestellt. Leute, Leute, wir sind umstellt. Von wem denn? Von Blumen, Captain, von Blumen. Oh, hi, Fatima. Renn mich nicht um, Mädchen. Guten Morgen, Honey. Nun ja, wolltest du irgendwas? Hast du was verloren? Und zwar habe ich da einen Turnbeutel gefunden. Nein, das gehört mir nicht. Okay, dann nicht. Annalena. Quentin. Alter, habt ihr das gesehen, wie er da hinten guckt, so? Guck, 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 da ist der Quentin. Hier wurde die kleine... Boom. Ja, du mich entdeckt. Das ist ein sehr perfekter Versteck im Pinsch aufgefunden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Quack, miau, brumm. Irgendwo verstecken sich noch jemand, naja. Ja, Annalena, aber die finde ich auch noch. Annalena, Annalena. Annalena, Annalena, Annalena. Achso, ich wollte hier mal anfangen, weiter Bäume zu pflanzen. Ich weiß nicht, ob das zu nah da dran ist. Huch. Mein Zedernbäumchen, ja? Oh, so schön. Oh, Quatsch, ich kann ja. Oh, hallo, was? Also, was gibt es? Hast du was verloren? Ich glaube, ich habe einen Turnbeutel gefunden. Machst du Sport? Bitte schön. Tut mir leid, das gehört mir nicht. Das gehört aber bestimmt jemand anderem. Ja, wenn es dir nicht gehört, gehört es jemand anderem. Ist klar. Diese Logik, da wäre ich nie drauf. Oh, Manno. Komm. Manno. Voll. Da habe ich das verkackt. Blöder anderer Sterni, ey. Sterni, der mir einfach im Weg rum. Ich fass ja nicht. Naja, Geld ist Geld. Annalena. Oh, Annalena. Oh, steckst du nur... Oh. Boah, eine Falle, da bin ich jetzt fast reingelaufen. Da hat sich das Graben aber gelohnt. Wir brauchen unbedingt eine Polizeistation, damit ich die Fallen da immer alle hinbringen kann. Oh, bei Twitter gibt's was Neues. Heute ist bei Nook und Nooks Heim- und Gartenbedarf etwas Seltenes Angebot. Ein Rokoko-Schrank. Oh, cool. Das möchte ich haben. Annalena. Annalena. Bist du mein kleines Nasenbärchen? Das wirst du nie erraten. Nee, erraten nicht. Würde ich trotzdem finden. Jetzt Megafon mitnehmen sollen, den ganz laut so... Annalena! Nee. Überall mal schauen. Und verstecken sie sich ja meistens nicht sonderlich gut. Trotzdem habe ich schon einmal Verstecken spielen verloren. Weil ich zu doof war, mir zu merken, wen ich suchen muss. Das passiert mir nicht nochmal, glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Also ich denke nicht. Dann gucken wir mal hier drüben nach. Hier wohnt Barry. Hier ist so dicht besiedelt. Hier wohnt Diane.
glorreiches Glanzstück von mir. Oh, ein Fossil. Cool. Annalena? Annalena, ich bin bestimmt schon hier vorbeigelaufen. Haha! Oh nein, du hast mich gefunden. Dabei habe ich mich doch so gut versteckt. Du bist echt spitze im Suchen, Näschen. Yes! Oh Mann, wie ist das nur möglich? Ich bin ein Versteckspiel-Profi und trotzdem verliere ich. Es tut mir echt weh, aber diesen Astroboden, der gehört dir. Die nächste Runde gewinne aber wieder ich. Cool, noch ein Boden. Toll. Dankeschön. Ich hatte selten so viel Spaß beim Verlieren. Wir müssen das unbedingt wiederholen. Yeah! Okay, cool. Na, Quentin, wie geht's dir so? Ich meine, dass man nicht wieder Honey ist. Überall, wo ich heute hingehe, treffe ich dich, Honey. Ich glücklicher. Dein Outfit ist echt erste Sahne. Willst du etwas Bestimmtes, Quark? Gehört das hier dir? Bitte fein. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe, Quark. Das muss jemand anderem gehören. Ja, echt? Wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Hey, Honey. Wie kann ich dir helfen, Quark? Irgendwas Neues? Wenn du gerne Blumen züchtest, habe ich einen kleinen Tipp für dich. Versuch mal, verschiedenfarbige Blumen der gleichen Art nebeneinander zu pflanzen. Eine rote Rose neben einer gelben Rose lässt zum Beispiel eine orangefarbene Rose wachsen. Abhängig von der Farbkombination kann die neue Blume alle möglichen Farben annehmen. Okay, cool, danke, weiß ich schon. Hallo, Annalena. Hallo. Hast du was auf dem Herzen? Ist das hier deins? Ich weiß nicht, da sind, glaube ich, Taschentücher drin. Könnte deins sein. Hey, das gehört tatsächlich mir. Das ist ein richtig wichtiges Rezept drin. Da bin ich wirklich froh, dass du es gefunden hast. Danke fürs Vorbeibringen. Ich habe leider nichts anderes, also bekommst du zum Dank meine Orange. Ja, ja, schon benutzt. Pass ein bisschen drauf auf. Quatsch ein bisschen. Ich hätte versucht, in Zukunft etwas verantwortungsvoller mit meinen Sachen umzugehen. Ui, eine Orange. Dankeschön vielmals. Oh, Käfer. Oh, da ist wieder Quacks. Okay, haben wir hier sonst noch jemanden gesehen? Nee, ne? Wollte Sachen verkaufen, aber es lohnt sich, glaube ich, erst, wenn wir in der Stadt waren und uns da ein bisschen umgeguckt haben. Helle Bälle. Ich glaube, es ist jetzt offiziell, es ist offiziell Sommer. Deswegen, hier andere Tiere herumfliegen. Das bedeutet, wir könnten mal andere Käfer zusammen. Das wäre toll. Na, dann gehen wir mal in die Stadt. Oder ist uns noch irgendjemand zu Hause? Nee, Leonardo ist nicht da. Ein paar Briefe schreiben könnten wir auch. Auch schön. Oh, und die Folge beenden könnten wir auch, weil es ist schon wieder so spät. Es ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Zuschauen, fürs Teilen, fürs Favorisieren, für auch was man alles mit Videos so machen kann. Das ist irre. Für eure ganzen tollen Fanarts. Es sind wieder so unglaublich viele Fanarts über Twitter eingetrudelt. Ja, das ist großartig. Ich freue mich da jedes Mal sehr. Es sind zwar auch immer noch ein paar schwarze Schafe darunter, die glauben, dass man nicht erkennen würde, wenn sie irgendwie geklautes Animal Crossing Bild aus dem Internet nehmen, dass, naja, ich nicht sehen würde, dass das dann nicht von ihnen ist. Aber naja, das kann ich ja ausfiltern. Ich bin ja Gott sei Dank fähig genug. Dank Suchmaschinenfähigkeiten kann ich halt gucken, ob Bilder von anderen Künstlern sind oder nicht. Okay, bis zum nächsten Mal.